Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch ein Heimatjahrbuch vorstellen. Das Buch schreiben jedes Jahr mehrere Autoren. Dieses Buch beinhaltet viele Geschichten über die Heimat. Als wir aus Russland im Mai 1989 nach Deutschland kamen, da wussten noch wenige Menschen in Deutschland die Geschichte über das deutschstämmige Volk in Russland. Die ersten Übersiedler aus Deutschland kamen bereits im Jahre 1400 nach Russland. Das waren damals Diplomaten, Kaufleute, Geistliche, alles nur gebildete Menschen. Die sind hin und her gereist. Ab dem 17. Jahrhundert kamen schon tausende Menschen aus verschiedenen Orten Deutschlands nach Russland. Es waren Ingenieure, Ärzte, Facharbeiter, auf die damals der russische Staat angewiesen war. Sie wurden von der Zarin Katharina II., Prinzessin Sophia Friederike, Auguste von Anhalt, Zerbst selbst eingeladen. Nach dem 19. Jahrhundert wurden in Russland laut Statistik über 2 Millionen Deutsche gezählt. Am 19. Januar 1997 wurden meine Eltern zu einem Neujahrsempfang in die Stadthalle Altenkirchen eingeladen. Da hielt auch damals der Finanzminister Gernot Mittler eine kurze Rede. Danach wurden lockere Gespräche miteinander geführt. Der Bürgermeister und andere waren auf die Aussiedler sehr neugierig und fragten, wie es denen in Russland erging. Das war für sie alles fremd und spannend. Der Bürgermeister bat meine Mutter etwas über das Leben der sogenannten Russlanddeutschen in das Heimatjahrbuch zu schreiben. Meine Mutter schrieb einen Artikel. Den nannte sie »Wo ist unsere Heimat?« Das Buch wurde 1989 veröffentlicht. Weil in den heutigen Tagen die Menschen weniger lesen und bequemer ist es, sich das anzuschauen und sich vorlesen zu lassen, kam ich auf die Idee, euch diese Geschichte vorzutragen. Wo ist unsere Heimat? Seit langer Zeit hatten die Russlanddeutschen den großen Wunsch, ihre Kinder wieder zurück in ihre Heimat nach Deutschland zu bringen. Aber die kommunistische Regierung in der UdSSR ließ das nicht zu. Sie wusste, dass Deutsche gute Arbeitskräfte sind. Viele Betriebe stellten als Arbeiter lieber einen Deutschen als einen Arbeiter einer anderen Nationalität ein. Die Deutschen galten als zuverlässig, bescheiden und ordentlich. Wenn man durch ein Dorf ging, konnte man auf den ersten Blick sehen, wo eine deutsche Familie wohnte. Als Arbeitskräfte waren die Deutschen geschätzt, aber sie durften nicht studieren. Die besten Studienplätze bekamen die Kinder der Russen in Kasachstan, wo ich früher gelebt habe. Wenn dann noch Plätze frei waren, bekam auch schon einmal ein begabtes deutsches Kind einen Studienplatz. Dies war alles sehr ungerecht. Aber wir konnten nichts daran ändern. Wir waren immer die Faschisten, die den Krieg angefangen hatten. In unserem Pass stand unser Name, Vorname, Vatersname und die Nationalität. Nemitz. Das bedeutet Deutsch. Es spielte keine Rolle, dass wir perfekt Russisch sprachen. Sie hörten nur unseren Namen und wussten, dass wir Deutsche waren. In der UdSSR las man es aus dem Pass,
dass wir Deutsche waren. Und in Deutschland ist es umgekehrt. Vom Namen her erkennt man uns nicht. Aber wenn wir den Mund aufmachen und anfangen zu reden, heißt es, das sind Russen. Katharina die Große rief Deutsche nach Russland. Viele unserer Vorfahren wurden durch die russische Kaiserin Katharina die Große 1729 bis 1796 als Siedler nach Russland geholt. Katharina war eine deutsche Prinzessin, die mit 16 Jahren den russischen Thronfolger geheiratet hatte, ihn später vom Thron stieß und 1762 Kaiserin wurde. Die deutschen Einwanderer erhielten vor allem im Süden des riesigen Landes am Schwarzen Meer und an der Wolga gutes Ackerland. Deutsche Handwerker gab es in allen russischen Städten. Nach der Oktoberrevolution von 1917 hat die Rote Armee alle Reichen, Russen und Deutsche, auf Lastwagen geladen und weit weg von ihren Dörfern gefahren. Die Kinder hatten Hunger und Angst und sie froren, aber es gab kein Erbarmen. Sie haben lange genug reich gelebt, jetzt gehört alles uns, dem armen Volk, sagten die Kommunisten. Sie nahmen sich alles, Häuser, Land und Vieh. Die Deutschen aber wurden einfach irgendwo auf dem Feld wie Vieh allein gelassen. Sie machten sich Löcher in die Erde, deckten sie mit Ästen und trockenem Gras ab, damit sie wenigstens nicht erfroren. Aber jeden Tag starben Alte, Kranke und Kinder, weil es kalt war und sie nichts zu essen hatten. Sie ernährten sich von Pflanzen und Wurzeln, die sie fanden. Wer Glück hatte, fing ab und zu einmal einen Hasen oder eine Ente. Manche, die in der Nähe eines Sees wohnten, ernährten ihre Familie mit Fisch. Einige Menschen hatten wilde Ziegen und dadurch etwas Milch. Mit der Zeit haben die Verschleppten sich wieder von diesem Albtraum erholt. Jeder Deutsche oder Russe, der sich Mühe gab, hatte nach einiger Zeit wieder das Notwendigste zum Leben. Sie bauten sich wieder Häuser und schafften sich Vieh an. Wer fleißig war und etwas erreichen wollte, kam auch wieder auf die Beine. Die Deutschen lebten immer unter Deutschen in ihren Dörfern. Sie sprachen immer nur Deutsch und viele konnten kein Russisch. Es gab deutsche Schulen und Hochschulen. Die Menschen waren wieder glücklich, aber nur bis 1937. Verhaftung ohne Wiederkehr. Das waren schlimme Zeiten. Die Menschen, die früher kein Schloss an der Tür hatten, konnten jetzt nicht mehr ohne Angst schlafen. Nachts kamen fremde Leute und brachten die Väter der Familien weg. Das hat auch meine Mama, Pauline Wendler, geborene Merkel, erlebt. Es war Weihnachten. Die Familie schmückte gerade den Tannenbaum. Die Mutter backte Kuchen und Plätzchen. Alles war so festlich. Meine Oma Elisabeth Merkel, geborene Gensch, rief ihre vier Kinder und ihren Mann David an den Tisch. Sie sprachen ein Gebet und dankten Gott für den reich gedeckten Tisch und für ihre gesunde Familie. Dann setzten sie sich an den Tisch und wollten anfangen zu essen. Da klopfte es an die Tür. Der Vater öffnete. Es standen ein paar Soldaten und ein Offizier vor der Tür und befahlen dem Vater, David Merkel, los, anziehen, mitkommen. Was habe ich denn getan? Fragte er. Keine Fragen stellen, anziehen und mitkommen, kommandierten sie nur. Meine Oma wollte ihren Mann beschützen und schrie, nein, Sie können ihn nicht mitnehmen, er hat nichts getan. Aber die Soldaten verstanden sie sowieso nicht. Nur der Offizier konnte etwas Deutsch. Aber der riss nur die Kinder weg, die sich an ihren Vater klammerten, und schlug die Mutter. Der Vater beruhigte die Familie. Macht euch keine Sorgen, ich komme morgen wieder. Ich habe ja nichts getan,
wofür ich verhaftet werden könnte. Feiert Weihnachten weiter. Morgen bin ich wieder da. Aber er kam nicht am nächsten Tag und auch sonst nicht. Sie sahen den Vater und Ehemann nie wieder. Meine Mutter Pauline war damals 4,5 Jahre alt und sie kann sich noch heute an diese schlimme Nacht erinnern. Meine Oma Elisabeth erzählte uns Kindern davon, wie grausam die Soldaten waren, die von Stalin den Befehl bekamen, die deutschen Männer wegzuholen. Seit dieser Zeit mochte meine Großmutter kein Weihnachten mehr. Immer an Weihnachten musste sie an ihren Mann denken. Was mit ihm passiert ist, ob er umgebracht wurde oder wo er begraben ist, erfuhr meine Familie nie. Verschleppt nach Sibirien. Aber das Leben ging weiter. Es war sehr schwer für sie ohne den Vater. 1941, als Hitler den Krieg anfing, haben die Russen alle Deutschen in den Ural nach Kasachstan und nach Sibirien verschleppt. Der Russe hatte Angst, dass sich die Deutschen in Russland mit Hitler verbünden würden. Mit Güterwaggons wurden die Deutschen von der Wolga nach Sibirien gebracht. Soldaten passten auf, dass sie nicht flohen. Mit Pferdewagen wurden sie dann in verschiedene Dörfer gebracht. Die Deutschen wurden dort von den Russen misstrauisch erwartet. Schon wieder hatten die Deutschen nichts mehr, kein Zuhause, kein Vieh und auch kein Selbstbewusstsein. Sie waren selber nur wie Vieh. Die Russen konnten sich die Menschen aussuchen, wie eine Ware, wie Sklaven. Die Alten wollte keiner, aber der Bürgermeister hat die Deutschen so verteilt, dass Alte und Junge gemischt waren. So mussten sie im Haus und auf dem Feld für die Russen arbeiten. Sie mussten Russisch lernen, damit sie sich verständigen konnten. Für die Kinder war es nicht so schwer. Sie haben die russische Sprache schnell gelernt. Die ältere Generation hatte mehr Schwierigkeiten damit. Aber es blieb ihnen ja nichts anderes übrig. Aber es war nicht alles schlecht zu den Arbeitern. Viele Russen waren sehr nett zu den Deutschen. Nicht lange danach wurden die deutschen Männer alle in die sogenannte Truda-Armee geschickt. Sie mussten schwere Arbeiten verrichten, weil die russischen Männer im Krieg waren. Wenn dann eine russische Familie die Nachricht bekam, der Mann oder Sohn sei im Krieg ums Leben gekommen, hieß es immer, das waren die Faschisten. Und die deutschen Frauen und Kinder wurden geschlagen und beschuldigt. Sie wären als Deutsche schuld, dass ihre Männer nicht mehr leben. Die armen Menschen durften und konnten sich nicht wehren. Mehr als weinen und traurig sein konnten sie nicht. Allerdings gab es auch viele, die Verständnis für die Deutschen hatten und sie beschützten. 1945 war der Krieg zu Ende. Die Russen hatten gewonnen und die Deutschen hofften, dass sie nach dem Sieg der Russen wieder in ihre Häuser zurückkehren könnten. Aber es blieb nur die Hoffnung. Die Deutschen durften bis 1956 nicht einmal das Dorf, in dem sie waren, verlassen. Sie durften noch nicht einmal Verwandte oder Freunde im Nachbardorf besuchen. Auch nach 1957 durften die Deutschen nicht in ihre Häuser zurück, weil sie inzwischen von Russen bewohnt waren. Außerdem hatten sie kein Recht auf ein eigenes Haus. So sind die Deutschen in Sibirien geblieben. Sie waren wieder freie Menschen und durften fahren, wohin sie wollten. Aber sie waren keine Deutschen mehr, sondern blieben nach dem Krieg immer nur die Faschisten. Wenn jemand
auf einen Deutschen böse war, egal ob Kind oder Erwachsener, schrien sie: Wir haben sie besiegt, um sie ist es nicht schade, wir können sie alle vernichten. Umzug nach Kasachstan. So haben die Deutschen sich wieder Häuser gebaut und ihre Kinder in die Schule geschickt. Pauline, meine Mutter, heiratete Ewald Wendler, meinen Vater, und sie bauten sich ein kleines Haus in einem kleinen Dorf. Die Menschen kannten sich untereinander und jeder half dem anderen. Der Cousin meines Vaters zog nach Almaty, Kasachstan, um. Er lud meinen Vater zu Besuch ein, damit dieser sehen konnte, dass es dort viel besser war. Sie beschlossen, auch dorthin zu ziehen. Als wir von unserem Dorf Nowopetrovsk-Altai-Gebiet abreisten, war ich 7 Jahre alt. Meine kleinste Schwester war 6 Monate alt. Wir kamen nach Almaty, wie in ein Märchen. Es war Frühling. Die Äpfel, Birnen, Kirsch und andere Bäume standen voll in Blüte. Sie waren überglücklich. Von der Kolchose bekamen wir ein großes Haus, das früher einer reichen Familie gehört hatte. Das ganze Land mit dem großen Obstgarten gehörte jetzt der Kolchose. Und wer für die Kolchose arbeitete, bekam die Wohnungen. Es waren 3 Wohnungen, genau richtig für uns und unsere Verwandten, die mit uns hierher umgezogen waren. Meine Eltern arbeiteten für die Kolchose. Mein Bruder Waldemar und ich besuchten die Schule. Sie war von unserem Haus sehr weit entfernt. Wir mussten 5 Kilometer zu Fuß zur Schule gehen. Wasser mussten wir von einem Brunnen holen, der 3 Kilometer weit entfernt lag. Papa bestellte sich extra einen kleinen Wagen mit einer Tonne zum Wasserholen und zum Einkaufen. Das Geschäft war auch 3 Kilometer weit entfernt. Wir hatten keinen Strom. Unsere Familie bekam die größte der 3 Wohnungen von der Kolchose, weil wir die meisten Personen waren. Die Wohnung lag im Erdgeschoss. Auf dem Boden waren Bretter, die nicht gestrichen waren. Das war sehr schlecht zu putzen. Meine Eltern mussten von morgens früh bis spät abends arbeiten und bekamen sehr wenig Geld. Im Sommer mussten wir Kinder auch auf dem Feld arbeiten, damit wir uns Schulbücher und Schuluniformen kaufen konnten. Ich musste zu Hause alles aufräumen, putzen und auf die kleinen Geschwister aufpassen. Meine Oma wohnte auch bei uns, aber sie hatte genug andere Dinge zu tun. Sie kochte und flickte die Sachen, weil wir keine Möglichkeit hatten, neue Sachen zum Anziehen zu kaufen. Hausbau. Weil wir so fleißig waren, bekamen meine Eltern und die Tante im Dorf ein Grundstück zum Bauen.
Es war voller Steine, die teilweise bis zu 3 Meter hoch waren. Ohne Maschinen, nur mit menschlicher Kraft, konnte man diese Steine nicht von der Stelle bewegen. Darum machten wir sie heiß, hauten Stücke davon ab und brachten sie so Stück für Stück weg. Für den Bau des Hauses nahmen wir bei der Kolchose ein Darlehen auf. Zuerst bauten wir nur 2 Zimmer aus, damit wir schneller in das Dorf ziehen konnten. Dort war es für die Kinder näher zur Schule. Es gab Geschäfte und Wasser. Außerdem war es zum Bauen viel besser, weil man zur Baustelle nicht mehr so weit laufen musste. Nach der Arbeit waren die Eltern schneller auf dem Bau. Alle Kinder haben mitgeholfen. Es dauerte 3 Jahre, bis das Haus fertig war. Aber die Mühe hat sich gelohnt. Nun hatten wir ein schönes großes Haus mit 6 großen Zimmern. Auch hatten wir einen wunderschönen Garten mit vielen Obstbäumen und jede Menge Gemüsesorten. Nun schien das Leben in Ordnung zu sein. Wir lebten zwischen Chinesen, Russen, Kasachen, Kurden und anderen Nationalitäten. In der Schule waren wir alle gleich. Aber nach der Schule stießen wir auf Probleme. Weil wir deutsche Namen hatten, waren wir der letzte Abschaum. Wenn jemand mit einem Deutschen unzufrieden war, schrien sie ohne Hemmungen: Du Feind, du Faschist! Als Kinder ließen wir uns das nicht gefallen. Wir prügelten uns, sagten: Wir sind Deutsche, keine Faschisten. Das war unsere Art, sich zu wehren. Aber als Erwachsene konnten wir uns ja schlecht immer prügeln, wenn wir auf diese Weise beschimpft wurden. Manchmal sagten wir schon unsere Meinung, aber da bekamen wir nur zu hören: Was wollt ihr denn hier? Geht doch in das Land, wo ihr hergekommen seid. Was habt ihr hier verloren? 1947, im Alter von 46 Jahren, starb mein Vater nach langer Krankheit. Mama blieb mit 40 Jahren mit 7 Kindern allein. Mein ältester Bruder Waldemar war damals 19 Jahre alt und zu der Zeit beim Wehrdienst. Das jüngste der Kinder, Katharina, war 8 Jahre alt. Sie gingen alle noch zur Schule. Ich war zu der Zeit im 3. Jahr der Berufsschule. Danach wollte ich eigentlich zur Uni. Aber mit Vaters Tod starb dieser Traum. Ich musste auf der Baustelle arbeiten, weil meine Mutter mit ihrem Verdienst die Familie nicht ernähren konnte. Sie arbeitete immer mehr Stunden auf der Kolchose, aber das Geld reichte nicht. Als die Schulden für das Haus zurückgezahlt waren, hat Mama sich andere Arbeit gesucht, wo sie besser verdiente. Deutsche und Russen. Damals hatte ich viele Freunde. Nie dachte ich an die Nationalität. Aber meine Oma sagte mir immer wieder: Valentina, jeder Schwein soll bei seinem Trog bleiben. Es kommen noch Zeiten, wo alle Nationalitäten in ihre Länder zurückgehen werden. Und dann werden noch viele Tränen vergossen. Das alles hielt mich nicht von meinen Freunden ab, weil ich nie an so etwas glaubte. Eines Tages begegnete ich einem jungen Offizier, der mich sehr verehrte. Er schenkte mir ständig Blumen und Pralinen. Zu der Zeit kannte er nur meinen Vornamen, Valentina. Das ist ein griechischer Name. Er wollte meine Familie kennenlernen und mich heiraten. Als er meinen Familiennamen hörte, wurde er blass. Er fragte plötzlich: Sind alle Deutschen so kalt? Da sagte ich zu ihm:
Wenn du das ausprobieren möchtest, dann bist du bei mir an der falschen Adresse. Ich will dich nie mehr sehen. Ich verstand, warum er so reagierte. Er hatte Angst um seine Karriere. Als Offizier durfte er keine Deutsche heiraten. Deshalb hat er mich absichtlich so verletzt. Aber diesen Mann hat mir der liebe Gott geschickt, damit mir die Augen geöffnet wurden. In gemischten Familien wurde der deutsche Partner sehr oft im Streit mit Faschist beschimpft. Das sollte mir nicht passieren. Ich habe mir nach dem Vorfall geschworen, nur einen Deutschen zu heiraten. In Krasnotyrinsk, Ural. Nach einiger Zeit lernte ich Waldemar Krieger kennen. Er kam vom Ural und besuchte seinen Onkel in Almaty. Wir verliebten uns ineinander und heirateten schon nach 2 Monaten. Unsere Hochzeit feierten wir in Almaty. Danach reisten wir in die Geburtsstadt meines Mannes, nach Krasnotyrinsk. Das waren 3000 Kilometer von meiner Mutter und meinen Geschwistern entfernt. 1977 haben wir geheiratet. 1979 bekam ich das erste Kind, das durch die Schuld der Ärzte im Krankenhaus starb. Glücklicherweise bekam ich 1980 meine Tochter Natalia. Sie sah aus wie die Kopie meiner ersten Tochter. 1982 wurde unser Sohn Alexander geboren. Mein Mann arbeitete als Lkw-Fahrer und verdiente sehr gut. Aber er musste oft 2 bis 3 Monate von zu Hause aus weg sein, weil es in unserer Stadt keine Arbeit gab. Ich arbeitete in einem Schmuckgeschäft. Die enge Wohnung. Wir wohnten mit Waldemars Mutter in deren 2-Zimmer-Wohnung. Sie hatte ein Zimmer und wir hatten ein Zimmer. Wir standen auf einer Liste für eine größere Wohnung in der Stadt. Aber später strichen sie uns aus der Liste, weil sie meinten, wir hätten ja eine Wohnung. Aber als wir sagten, die Wohnung gehört doch gar nicht uns, war das auch kein Grund für sie, uns eine größere Wohnung zu geben. Wir überlegten uns, ob wir bauen sollten. Aber dann hätten wir wieder keine Heizung gehabt. Und mit Holz und Kohle heizen, das Wasser vom Brunnen holen und draußen auf die Toilette gehen zu müssen. Da wir schon einen gewissen Luxus mit warmem Wasser, Badewanne und Toilette im Haus gewohnt waren, wollten wir das auch nicht. Ich wollte gerne wieder zu meiner Mutter zurückziehen, in mein Elternhaus. Aber mein Mann und meine Schwiegermutter, Selma, sagten, sie könnten die Hitze, die in Almaty oft bis zu 45 Grad ist, nicht ertragen. Meine jüngere Schwester Katharina hatten wir zu uns genommen, damit sie als Krankenschwester lernen konnte, weil sie in Kasachstan keine Chance dazu hatte. Sie hat sich schnell eingelebt. Diese 2 Jahre waren für mich eine große Freude, da von meiner Familie auch jemand da war. Die Ausreise nach Deutschland.
Waldemars Onkel reichte dreimal die Papiere für die Ausreise nach Deutschland ein. Das war für uns alle eine Hoffnung für die Zukunft. Aber die Anträge wurden jedes Mal abgelehnt. Endlich, 1988, klappte es. Er konnte mit seiner Familie ausreisen. 1989 durften wir auch endlich nach Deutschland, in unsere richtige Heimat, ausreisen. Das war für uns eine Freude. Endlich konnten unsere Kinder ihre Muttersprache sprechen. Jetzt sind wir zu Hause, dachten wir. Hier sind wir keine Faschisten mehr. Uns kam das alles vor wie ein Märchen. Wir fahren nach Deutschland. Das bedeutete aber auch für uns, alles, was wir in den vielen Jahren erarbeitet und erspart hatten, mussten wir Verwandten und Freunden verschenken. Pro Person durften wir 90 Rubel umtauschen, im Wert von 1 zu 3, das heißt 270 D-Mark. Außerdem durfte jeder 4 Schmuckstücke mitnehmen. Aber jedes Stück durfte nicht teurer als 250 Rubel sein. Außerdem durften wir unsere Kleider und persönlichen Sachen mitnehmen. Wir verkauften damals unser Haus und unsere Garage billig für 9000 Rubel und wir hatten ein Sparbuch mit 10.000 Rubel. Das haben wir alles verschenkt. Zuerst sind wir nach Almaty geflogen, um uns von Mama und den Geschwistern zu verabschieden. Das war ein schwerer Abschied. Wir freuten uns zwar auf die Ausreise, aber die Ungewissheit machte uns auch Angst. Mama und alle 6 Geschwister mit Familien begleiteten uns zum Flughafen. Mein ältester Bruder und Waldemars ältester Bruder Reinhold begleiteten uns bis Moskau. Dort kamen wir in ein Hotel von Olympia-Reisen. In diesem Hotel waren viele Familien, die auf die Ausreise warteten. Es waren viele Zimmer in diesem Hotel frei, aber man gab uns keins. Wir wussten zuerst nicht, warum. Später verstanden wir es. Die Angestellten dort warteten auf Schmiergelder. Wir kannten so etwas nicht und hatten auch Angst. Diese blöde Angst wurde uns allen in der UdSSR eingejagt. Irgendwann fragte ich dann, wann bekommen wir denn endlich ein Zimmer? Alle haben schon eins, nur wir sitzen noch immer hier und warten. Zur Antwort bekam ich nur, sei froh, wenn du überhaupt eine Matratze bekommst und in der Sporthalle übernachten kannst. Am nächsten Tag bekamen wir dann ein Zimmer, auch ohne Schmiergeld. 10 Tage waren wir in diesem Hotel und warteten auf die Ausreise. Im Flughafen fragte mich mein Bruder, was ich fühle, ob ich froh war, dass ich nach Deutschland fahren konnte. Darauf wusste ich nichts zu sagen. In seinen Augen standen Tränen. Er hatte noch nicht einmal bei Vaters Tod geweint, aber jetzt. Vielleicht sehen wir uns das letzte Mal, dachte ich. Und die Tränen kullerten aus meinen Augen. Als wir durch den Zoll gingen, bekam ich von der ganzen Aufregung um mich herum nichts mit. Alle meine Lieben blieben hier und ich fuhr weg. Der Flug nach Deutschland dauerte 3 Stunden. In Frankfurt wurden alle anderen von ihren Verwandten und Freunden begrüßt. Wir standen ganz alleine da. Nach einiger Zeit wurden wir vom Roten Kreuz empfangen, das uns nach Friedland bringen wollte. Meine Schwiegermutter Selma wollte unbedingt sofort zu ihrem Bruder. Aber wir mussten zuerst nach Friedland, um unsere Papiere zu bekommen. Dort bekamen wir unseren Registrierschein und jeder 200 D-Mark zum Leben. Wir bekamen eine Fahrkarte und fuhren mit dem Zug nach Altenkirchen.
Altenkirchen im Westerwald. Wir wohnten in einem ehemaligen Schwesternwohnheim, das jetzt ein Aussiedlerwohnheim ist. Das Personal hat uns beim Ausfüllen der Papiere geholfen. Die Sprache, auf die wir uns so gefreut hatten, war ganz anders. Bei uns sprach man einen Dialekt und vieles hier verstanden wir nicht. Viele Menschen verstehen unsere Situation und begrüßen unser Kommen in Deutschland. Viele haben aber kein Verständnis für uns. Sie verstehen nichts, wenn wir uns untereinander in Russisch unterhalten. Aber deswegen fühlen wir uns trotzdem als Deutsche. Unser Sohn hat schon viel Russisch vergessen. Russisch schreiben kann er gar nicht. Mir persönlich gefällt es auch nicht, wenn auf den Straßen und in den Geschäften in Gegenwart von Hiesigen Russisch gesprochen wird, weil dann derjenige, der die Sprache nicht versteht, immer ausgeschlossen ist und vielleicht das Gefühl hat, man redet über ihn. Aussiedler sollten sich bemühen, schnell die deutsche Sprache zu lernen. Wir sind unseren Sprachkurslehrerinnen dankbar, dass sie uns 9 Monate so gut unterrichtet haben. Mein Mann wollte den Sprachkurs nicht zu Ende machen. Er wollte sich Arbeit suchen. Weil es aber ohne Auto nicht möglich ist, hier auf dem Lande Arbeit zu finden, kauften wir uns einen alten Opel. Wir bekamen 373 D-Mark pro Woche, Eingliederungsgeld für 5 Personen. Wir waren überglücklich. Hiervon mussten wir leben und Kleidung kaufen. Arbeitssuche. Mein Mann war damals arbeitslos und las Annoncen in der Zeitung, wo Kraftfahrer gesucht werden. Aber überall, wo er nachfragte, wurde er abgewiesen, mit dem Hinweis, man braucht erfahrene Kraftfahrer. Bei einem Vorstellungsgespräch wies er darauf hin, dass er ja 20 Jahre Erfahrung in Russland habe. Aber man wollte Fahrer mit Erfahrung in Deutschland. Wir waren sehr enttäuscht, aber wir gaben nicht auf. Vom Arbeitsamt bekamen wir 1600 D-Mark inklusive Kindergeld und 130 D-Mark Wohngeld. Davon mussten wir 1000 D-Mark Miete bezahlen. Dem Staat sind wir besonders dankbar für diese Hilfe. Eigentlich hätte uns das Geld zum Leben gereicht. Aber wir waren gewöhnt, unseren Lebensunterhalt selber zu verdienen. Deshalb suchten wir weiter nach Arbeit. Wir beteten und Gott half uns. Waldemar las eine Anzeige, in der ein Fahrer bis 35 Jahre gesucht wurde. Waldemar war 37 Jahre alt. Er stellte sich trotzdem vor und bekam die Arbeit. Ich arbeitete für das Seminar für Arbeit und Beruf und machte beim PETS ein Praktikum. Danach konnte ich dort als Aushilfe weiterarbeiten. Der Chef schlug mir vor, an der Käsetheke zu arbeiten. Aber vor dieser Arbeit hatte ich Angst. Wenn ich die vielen Käsesorten in Deutschland sehe, wusste ich nicht, ob ich mir das alles merken konnte. Außerdem hatte ich Angst, wie die Kunden auf meinen Dialekt reagieren würden. Zu der Zeit wohnten wir in Honnerath. Mein Sohn ging in die Pestalozzi-Schule und wurde mit dem Bus abgeholt. Unsere Tochter Natalia kam mit 11 Jahren in die Orientierungsstufe. Da dorthin kein Bus fuhr, musste sie morgens im Dunkeln durch den Park zur Schule gehen. Sie hatte immer große Angst. Darum begleitete ich sie vor der Arbeit zur Schule. Später schenkte uns unsere Nachbarin ein altes Fahrrad. Damit brachte ich unsere Tochter morgens in die Schule und holte sie in meiner Mittagspause wieder ab und brachte sie nach Hause. Einmal holte ich die Tochter wie immer von der Schule ab.
Durch das übermütige Verhalten einiger Jugendlicher stürzten wir mit dem Fahrrad. Zum Glück passierte keinem etwas Schlimmes. Mein Mann und ich waren aber entschlossen, uns in einem anderen Ort eine Wohnung zu suchen. Das war nicht einfach. Hauskauf. Dann überlegten wir, ob wir ein Haus kaufen sollten. Aber mein Mann war sehr dagegen, weil das ein großes Risiko ist. Er hatte Angst, wenn er seine Arbeit verlieren würde, mussten wir auch aus dem Haus raus, weil wir die Kosten nicht mehr tragen könnten. Aber zum Glück konnte ich ihn überreden. Als wir unser Haus in Hamilton sahen, sagte ich: Das ist das Richtige für uns. Lass es uns versuchen. Ich gehe noch putzen, dann wird es schon klappen. Die Angst war trotzdem groß. Ein Haus zu kaufen ist natürlich nicht so einfach. Viele Leute denken, dass die Aussiedler billig Kredite bekommen. Aber das ist nicht wahr. Wie das war, bevor wir nach Deutschland gekommen sind, weiß ich nicht. Aber jetzt, seit 1989, ist es auf jeden Fall nicht mehr so. Wir haben die ersten 5 Jahre 9,6% Zinsen gezahlt. Jetzt, nachdem die Zinsfestschreibung zu Ende war, hatten wir Glück, dass gerade eine Niedrigzinsphase ist und wir bezahlen nur noch 5,5%. Nur weil wir sparsam sind und auf vieles verzichten, können wir uns das leisten. Es gibt keinen Unterschied zwischen Hiesigen und Aussiedlern. Meinen Aushilfsjob beim Pets musste ich leider aufgeben. Ohne Auto war es nicht möglich, dorthin zu kommen. Und für 480 D-Mark Aushilfslohn konnte ich mir kein Auto leisten. Durch Zufall konnte ich eine Putzstelle übernehmen. Nachmittags habe ich also geputzt und vormittags habe ich einen Computerkurs gemacht. Auf einer Feier habe ich den Chef einer Firma gefragt, ob ich dort ein Praktikum machen könnte. Er stimmte zu und ich war sehr froh darüber. Die Firma bekommt Holz aus Russland, Weißrussland und Litauen. Dadurch gab es viel Schriftverkehr mit diesen Ländern und ich übersetzte die Korrespondenz und erledigte auch noch andere Arbeiten. Nachdem der Computerkurs zu Ende war, arbeitete ich weiterhin 3-mal in der Woche in der Firma als Aushilfe. 5 Jahre lang waren wir nicht im Urlaub, besuchten keine Gaststätten und Restaurants. Unser Haus war uns wichtiger als dieser Luxus. Zurzeit mache ich eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Die schwierige Heimat. Als wir circa 5 Monate in Altenkirchen waren, musste ich ins Krankenhaus. In meinem Zimmer lagen eine ältere Frau und eine Amerikanerin. Meine Mutter lebte zu der Zeit noch in Alma-Ata. Sie hatte von meiner Schwester die Telefonnummer von meinem Zimmer bekommen und rief mich im Krankenhaus an. Ich war sehr aufgeregt, nach so langer Zeit die Stimme meiner Mutter zu hören. Da das Telefonieren sehr teuer ist und mein Deutsch noch nicht so gut war, sprach ich Russisch mit meiner Mutter. Nachdem ich aufgelegt hatte, schrie mich die alte Frau auf meinem Zimmer an: Ich hasse die russische Sprache. Ich kann sie nicht mehr hören. Meine beiden Söhne wurden in Russland von Russen erschossen. Und jetzt kommt ihr auch noch hierher. Ich war so aufgeregt. Die Tränen schossen mir in die Augen und ich schrie zurück: Sind denn die Russen zu euch gekommen? Nein, die Deutschen haben Russland angegriffen. Wir mussten deshalb so viel dort durchmachen. Ihre Söhne sind tot. Meine Opas sind tot.
Wir mussten unser ganzes Leben den Hass aushalten, der uns Deutschen in Russland entgegengebracht wurde, wegen dem Krieg. Meinen Sie, das war für uns leicht? Am nächsten Tag kam die Tochter der alten Frau zu Besuch. Ich lag in meinem Bett und las in der Bibel. Da sagte die alte Frau zu ihrer Tochter, die Russin liest den ganzen Tag in der Bibel. Wahrscheinlich dachte sie, ich verstehe nichts. Ich war sauer. Ich bin keine Russin, ich bin eine Deutsche, dachte ich. Aber ich sagte nichts. Einmal kam eine Gruppe amerikanischer Soldaten, um ihre Kollegen zu besuchen. Da sagte die Frau und zeigte auf mich, das ist eine Feindin. Alle lachten. Ich fand das gar nicht lustig. Ich drehte mich um und weinte leise die ganze Nacht vor mich hin. Alles haben wir verlassen, nur um nach Deutschland, unserem Heimatland, zu kommen. Und hier hassen uns die Deutschen noch mehr als dort die Russen. In Russland waren wir die Deutschen, die Faschisten. Und hier sind wir die Russen. Wo ist denn unsere Heimat? Das war ein schwerer Anfang. Aber jetzt weiß ich es ganz genau. Hier ist und bleibt unsere Heimat. Ich rufe allen Menschen zu. Wir müssen Kontakt suchen und uns gegenseitig kennenlernen. Dann gibt es auch keine Schranken mehr. Die meisten sind wegen ihrer Kinder aus Russland nach Deutschland gekommen. Die Jugend ist unsere Zukunft. Wir hoffen, dass unsere Kinder hier eine glückliche Zukunft haben. Nach der Veröffentlichung des Buches wurden alle Autoren mit Begleitpersonen in ein Schloss Molsberg im Westerwald eingeladen. Mein Vater musste den Samstag arbeiten und konnte deshalb nicht mitgehen. Meine Mutter wollte nicht allein dahin gehen und bat mich mitzukommen. In dem Schloss wurden wir sehr freundlich empfangen. Es wurde eine Führung durch das Schloss organisiert. Es standen schön gedeckte Tische. Die Ambiente war traumhaft. Der Vorsitzende von dem Verband ist nach vorne gegangen und hielt den Vortrag. Zum Schluss sagte er, alle Geschichten des Buches 1998 sind gut gelungen, aber der beste Artikel in diesem Jahr übergeben wir der Frau Valentina Krieger. Mit ihrer Geschichte hatte sie unsere Herzen berührt und viele Leser zum Weinen gebracht. Alle Mitglieder applaudierten. Meine Mutter stieg auf und bedankte sich herzlich für so eine große Ehre. Ich sagte, Mom, ich bin sehr stolz auf dich. Ich hoffe, dass der Artikel meiner Mutter euch zum Nachdenken bringt. Gebt nicht auf und wenn es nicht so wird, wie ihr erwartet, seid nicht enttäuscht. Die Pläne Gottes sind immer besser als unsere. Gott gibt den Menschen nicht das, um was sie bitten, sondern das, was für sie zum Besten ist. Deswegen frage nicht warum, frage wofür. Man muss weniger jammern. Dass wir das ein oder das andere nicht haben, sondern sich freuen für das, was wir alles haben und öfter den Gott dafür danken. Glücklich ist nicht der, der alles hat. Glücklich ist der, der aus dem Wenigen, was er hat, das Beste draus macht. Bittet nicht beim Gott ein leichteres Leben, sondern bittet Gott, dass er euch stark macht. Beschwert euch nicht, dass die Welt so kalt ist, wenn ihr selbst keinen einzigen Tropfen Wärme da rein investiert habt. Wir wohnen in Deutschland schon 31 Jahre und wir sind dem lieben Gott sehr dankbar, dass er uns auf diesen Weg geführt hatte.
Heute kann ich schon mit Sicherheit sagen, hier in Deutschland ist unser Zuhause. Und auf die Frage meiner Mutter antworte ich, hier ist unsere Heimat. Wenn euch mein Video und der Artikel von meiner Mutter gefallen hat, dann möchte ich euch bitten, mir ein Like zu hinterlassen und meinen Kanal zu abonnieren. Danke fürs Zuschauen!